Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Ich bin wieder auf der Brücke vom Bellum Garden und unsere nächste Gegnerin vom CC-Kartenclub Sidequest ist Shu. Ich habe jetzt dieses ganze Gebrabbel von wegen Kartenmischen schon mal übersprungen, das wird ja wirklich keiner mehr sehen. Ja. Sie hat übrigens die seltene Karte Karbunkel. Die möchte ich mir möglichst holen. Die ist allerdings sehr stark. Da werde ich mal gucken, wie ich das jetzt am besten hinkriege. Also ich würde Jabos in Kreto nehmen. Ich bräuchte jemanden, der nach links stark ist. Und eine Möglichkeit noch rechts. Okay, hier brauche ich gar nicht weiter gucken, wie das aussieht. Scheiße. Nein, nehmen wir noch Quetzalcoatl und nehmen wir noch Angel. Ah, okay, jetzt spielt sie diesmal auch gar nicht. Aber die spielt verdammt gut Karten, das muss man ihr wirklich lassen. Ja. Okay, machen wir hier gleich mal offensiv. Irgendwas sagt mir, ich hätte die Excel-Karte noch nicht wandeln sollen. Ab und wir haben noch diese Runde gewonnen. Oh, hier habe ich zwei Karten. Ich nehme erstmal Cantorius. Ja, du hast verloren. Tja, das war's also. Du bist der Zweite, der mich geschlagen hat. Der andere ist der amtierende Kartenmeister, der CC-König King. Du wirst eine Bekanntschaft machen, da du ja nun alle CC-Fans geschlagen hast. Nun, diese Person ist meistens etwas launisch. So wie ihn selbst. Ach ja, ab jetzt können wir ja mal so zum Spaß spielen. Ja, ich will ja noch eine Karte von dir haben, Mädel. Okay, also wenn sie Karbunkel jetzt nicht spielt, werde ich die Versuche einfach ausschneiden. Also sehen wir uns gleich wieder. Und da spielt sie sie endlich. Boah, naja, zum Glück war ich vorher nochmal speichern. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht verkacke. Ich würde ja auch gerne mal anfangen, wenn sie Karbunkel hat. Das ist jetzt nämlich die zweite Aufnahme. In der ersten Aufnahme habe ich es nämlich total verkackt. So, jetzt kann ich den mal hier jetzt absichern. Dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Jetzt müsste ich es eigentlich kriegen. Sehr gut. Auch wenn ich Invictus und Morbol auch nicht hätte gebrauchen können. Naja, egal. Okay. Die Karte habe ich schon mal. So, jetzt werde ich noch schnell den letzten CC-Typen. Naja. Suchen ist falsch gesagt. Die Person kommt nämlich zu mir. Ja, was das zu bedeuten hat, das sehen wir gleich. Auf jeden Fall muss ich erstmal ins Quartier und erstmal speichern. Das ist ganz wichtig. Ich hatte erwähnt, immer wenn man etwas mehr Triple Triad spielt, dann sollte man massig speichern. Ich habe jetzt übrigens... wie könnte ich das jetzt angucken hier? Also es fehlen mir nicht mehr viele Karten. Hier fehlt mir noch einer, keine Ahnung wer das ist. Oh, hier fehlt mir noch ein bisschen ein paar GF-Karten. No, aber viel ist es nicht mehr. Ja, ich weiß wirklich noch nicht, weil eine Karte oder beziehungsweise sogar zwei Karten sind sowas von beschissen zu holen. Boah, nee, da kriege ich jetzt schon wieder Wutausbrüche, wenn ich daran denke. Die zwei Karten. Ja. Naja. Sei es drum. Okay, hier wollen wir speichern. Kommt schon, sehr gut. Okay, jetzt müssen wir uns hier ins Bettchen legen. Okay, nee, ich muss erstmal sagen, lass mich allein. Okay, und jetzt kann ich mich ins Bettchen legen. Wenn ich das oft genug mache... Ah, da kommt's schon beim ersten Mal.
Das ist jetzt die letzte Kartenclub-Herausforderung. Wie hast du bloß die CC-Kings besiegt? Endlich jemand, mit dem ich ernsthaft spielen kann. Ja, es ist Kistis! Der Anführer der CC-Kings, der Kartenmeister, King! Das bin ich, Kistis Treb. Endlich wieder mal in Uniform. Squall, du bist einfach klasse. Wie hast du es geschafft, in so kurzer Zeit so stark zu werden? Ich habe gehofft, dass du es bis hierher schaffst. Und jetzt geht's rund. Auch sie ist verdammt stark. Also es wird jetzt wirklich kein einfaches Duell. Und sie hat auch eine seltene Karte, beziehungsweise eine einzigartige Karte. Da sehe ich auch gleich noch eine, die ich noch nicht habe. welche Karte das ist, das sehen wir später noch. Ich möchte das jetzt noch nicht spoilern so unbedingt. Weil der Name, beziehungsweise diese Figur, ist im Spiel auch noch nicht aufgetreten. Gut, einige Bosse auch noch nicht, aber das ist jetzt eher nebensächlich. Gut, da haben wir auch schon gewonnen. Genau, nehmen wir uns auch gleich die Biss 8. Yeah, ich glaube es nicht. Ich habe verloren. Aber ein einzelner Sieg ist nicht genug. Wir wollen doch auch in Zukunft als Rivalen miteinander spielen. Ich bin jederzeit bereit für ein Spiel, aber nur auf der Brücke des Gardens. Bis dann, Squall. Ach, Herr Jemine. Gut. Den Erfolg speichern wir natürlich gleich. Jetzt will ich mir auf jeden Fall noch die seltene Karte von ihr holen. Da haben wir schon wieder einen fast kompletten Part nur mit Kartenspiel verbracht, aber ich werde noch einiges mehr herzeigen in diesem Part. Ja, ich war gestern ein bisschen trinken. Und deswegen klinge ich heute ein bisschen komisch. Ich bin seit, naja, 16:30 sowas bin ich auch schon wieder wach. Und naja, um 7 habe ich mich erbarmt aufzustehen, um 19:30 angefangen aufzunehmen. Boah, naja, ich fühle mich ein bisschen überrollt. Ich will natürlich in den dritten Stock. Und wir wollen wieder natürlich nach oben zur Brücke. Hey, da hinten steht einer. Aber das ist auch egal. Yeah, wir wollen hier weiter mit Kiste spielen. Okay, also wenn sie die Karte jetzt nicht spielt, werde ich es einfach rausschneiden. Okay, bis gleich. Und da spielt sie sie endlich. Boah, das sage ich bestimmt auch an die 10, 11, 12 Runden. Das da oben ist nämlich Gilgamesh. Wie gesagt, den kennen wir noch nicht. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir den Typen da kennenlernen. Und ob wir den überhaupt kennenlernen, hängt von meiner Spielweise ab. Aber ja, ich habe es vor. Was das genau zu bedeuten hat, das sehen wir noch. Okay. Ah, wir kommen schon noch dazu. Denn jetzt lege ich mal den dorthin. Die kann sich auch nicht mehr zurücknehmen. Jo, jetzt ist der Typ da eingekesselt. Eingekesselt. Okay, das ist Gilgamesh. Die Karte werden wir auch... Ach, wandeln wir sie jetzt? Wollen wir sie jetzt wandeln? Ja, wir wollen sie jetzt wandeln. Also mit anderen Worten, sonderlich lange haben wir nichts von der... Gilgamesh-Karte, dann kriegen wir 10 Göttertränke. Das ist die beste Möglichkeit, um an Göttertränke zu kommen. Ja. Was wir mit Göttertränken anstellen können, ist das, und zwar, wenn wir einen Göttertrank verwenden, wird die gesamte Party für eine gewisse Zeit komplett unbesiegbar. Und das ist ziemlich cool. Gut, wir wollen jetzt als nächstes einmal über den Kontinent hier fahren. Und... Moment, nee, ich bin doch schon mal vorbei an der Brücke des Todes. Okay, wir wollen zum südlichen Kontinent. Nach Zentra, so heißt der. Ich weiß nur nicht mehr ganz genau aus dem Kopf, wo das jetzt genau ist, wo ich jetzt hin will. Und dort werde ich mir 2 GFs holen, aber erst im nächsten Part dann.
In diesem Part geht sich das wohl leider nicht mehr aus. Das war jetzt schon zu viel Triple Triad. Okay, da wollen wir nicht hin. Ist der Scheiß. Zu diesen komischen Dingen da gehen wir später auch noch, zu diesem komischen pilzförmigen Wald. Ah, okay, ich glaube, das war nicht hier, sondern etwas weiter auf dem Teil hier. Oder auf dem links. Scheiße. Nee, hier war es auch nicht. Der Zentra-Kontinent ist übrigens zerstört. Was auch immer das genau heißen mag. Und man kann da so in der Mitte auf jeden Fall so eine Art Einschlag erkennen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber das werde ich dann später erklären. Also, zumindest was ich glaube, was passiert ist. Aber wie gesagt, das werde ich dann später erklären. Vorausgesetzt, ich finde jetzt denn auch mal irgendwann das, was ich suche. Das ist ja schon wieder furchtbar hier. Leider ist der Garten auch ziemlich schwerfällig. Ich muss die Kamera drehen, aber dann sehe ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich werde gleich mal die Komplettlösung aufschlagen. Oh, das ist, was ich suche. Verdammte Axt. Gut, werde ich jetzt mal kurz tun. In der Zwischenzeit sammle ich einfach mal ein bisschen Blödsinn. Jetzt. Okay, alles klar. Jetzt, glaube ich, weiß ich, wo das ist. Hier umher schippern. Hier unten durch. Na, Kamera. Dann müsste hier, genau, hier müsste ich an Land kommen und hier drüben ist es. Okay, bevor ich hier allerdings reingehe, will ich ein paar Sachen unbedingt erledigen. Und zwar muss ich meine Typen koppeln. Moment, ich muss gucken, jetzt überhaupt die ganzen Zauber und so weiter. Kiste hat Zauber und Urban hat auch Zauber. Okay, alles klar. Gut, ich werde jetzt hier einmal speichern, dann werde ich koppeln. Wobei, eine Sache werde ich jetzt noch schnell machen. Und zwar möchte ich, dass... Tausch. Werde ich meine Triple ein bisschen verteilen. Ach, Urban hat auch 90 Triple. Okay. Dann kriegt Quistis 30 Triple von Squall. Und nein, nicht alles nehmen. Ach Mann. Aufteilen und nochmal 30 von ihr. Oder 40 jetzt in dem Fall, dass alle 60 haben. Denn ich kann hier nämlich gleich Triple drawn. Und dann haben alle drei Charaktere 100 Triple. Okay. Viecher koppeln und so weiter mache ich jetzt schnell offscreen. Wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns im nächsten Part mit den nächsten zwei GFs. Mach's gut!